copy this microphone and this. So, danke Bernd. Ich möchte jetzt weniger auf den Antrag direkt eingehen, da können wir in der Diskussion vielleicht drüber reden. Ich möchte eigentlich mal nur die Grundlagen präsentieren zum Thema Whistleblowing. Was sind Whistleblower? Also da verstehe ich jetzt drunter einen Hinweisgeber, dem es darum geht, dass Missstände, also ganz allgemein Missstände, das muss nicht unbedingt immer strafrechtliches sein, abgestellt wird. Das muss jetzt auch nicht unbedingt nur in öffentlichen Stellen sein, das geht vor allen Dingen auch um Unternehmer. Da haben wir ja auch das Problem, dass die Unternehmer es nicht gern sehen, möglicherweise, dass Details aus dem Innenleben des Unternehmens herauskommen. Und, aber es, wir sind auch nur Menschen und deswegen passieren immer Sachen im Unternehmen, die, ich sage es mal ganz neutral, nicht okay sind. Es wird immer viel gestritten drüber. Über diesen Namen Whistleblower, aber es gibt halt nun mal kein deutsches Wort dafür. Und Informant ist eigentlich belegt als journalistische Quelle. Wenn man in Wikipedia Informant eingibt, dann finden wir eigentlich zwei Bedeutungen, nämlich journalistische Quelle und politische Quelle. Die journalistische Quelle ist zwar ganz gut. In der Darstellung und in der, also in der Reputation. Aber das trifft halt nicht, was ein Whistleblower ist. Das ist mehr. Ein Whistleblower ist halt einer, der auch aus dem im Binnenleben eines Unternehmens zum Beispiel Verbesserungen bringen will. Das muss nicht einer sein, der gleich zur Presse rennt und sagt, oh, da ist was im Argen. Und ich möchte ganz dediziert sagen, es geht hier nicht um Denunzianten. Ja, damit komme ich gleich zu dem Ankündigungstitel. Nein, es ist keine Anstiftung zur Denunziation. Wenn eine böswillige oder eine falsche Behauptung in den Raum gestellt wird, dann kann das nicht, da kann man keinen Schutzraum für machen. Wir wollen einen Schutzraum haben für, ja, ich sage es jetzt mal ganz einfach, für wichtige Darstellungen. Was jetzt wichtig ist, da muss man halt drüber diskutieren. So. Da möchte ich mal ein bisschen auf die Rechtslage eingehen, damit man auch mal sieht, was in Deutschland, wie der Schutz dort ist. Und da fangen wir mal an mit dem Artikel 5. Des Grundgesetzes Recht auf freie Meinungsäußerung. Ja, grundsätzlich ist natürlich, wenn ich sage, da passiert was, ist das natürlich gedeckt von dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Dann habe ich das allgemeine Petitionsrecht. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Bundestag oder auf den Landtag, es bezieht sich, wenn man den Text liest, im Grundgesetz auf zuständige Stellen. Ja, das kann auch die zuständige Stelle im Unternehmen sein, zum Beispiel der Betriebsrat. So, dann ist es halt so, im Arbeitsrecht ist klar geregelt, der Arbeitnehmer muss loyal sein gegenüber seinem Arbeitgeber. Ja. Im Beamtenrecht gibt es, also im neuen Beamtenrecht gibt es eine Ausnahme von der allgemeinen Verschwiegenheits. Pflicht und die bezieht sich aber nur auf Korruptionsstraftaten. Ja? Also es ist ja so, dass ein Beamter grundsätzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist gegenüber Sachen, die ihm auf seinem Tisch landen oder von denen er weiß. Es gibt ein paar Ausnahmen und eine davon ist, wie gesagt, wenn es eine Korruptionsstraftat ist, dann darf er das weiterführen. Und es gibt einzelne Regelungen im Arbeitsrecht, im Lebensmittelrecht und so weiter und so fort. Das sind so ganz punktuelle Geschichten. Zum Beispiel im Arbeitsrecht hat man das Recht,
rechtsrelevante Probleme zu informieren und die Abstellung zu verlangen. Der Betriebsrat wird dann an den Arbeitgeber gehen und wird es dann halt versuchen abzustellen. Im nächsten Bereich gibt es zum Beispiel, das war jetzt ein Auswuchs aus dem Gammelfleischskandal, ist es einem Unternehmen jetzt erlaubt, wenn es problematisch Lebensmittelangebot bekommt, das zu melden. Das war vorher auch nicht möglich. Oder zumindest hätte es dort zivilrechtliche Konsequenzen geben können. So. Das war jetzt mal die Gesetzeslage und jetzt kommen wir mal zu dem Richterrecht. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat 2001 gesagt, nicht nur gibt es keine strafrechtlichen Nachteile, sondern auch keine zivilrechtlichen Nachteile aus der Erfüllung einer staatsbürgerlichen Pflicht. Ja, das ist ganz wichtig. Denn das Zivilrecht, ja, da könnte ich ja einen Schadenersatz noch reindrücken, das hat ja nichts mit Strafrecht. So, und dann hat das darauf basierend, hat das Bundesarbeitsgericht 2003 gesagt, ein Arbeitgeber, der Straftaten begeht, ja, der kann von seinem Arbeitnehmer angezeigt werden. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, das Bundesarbeitsgericht kann sich auch nur im Rahmen der Rechtsordnung bewegen. Deswegen hat es nur ein paar Indizien aufgestellt, wann denn so eine Anzeige nachteilsfrei möglich ist. Das ist ganz wichtig, denn für den juristischen Laien ist es jetzt nicht ersichtlich, bin ich jetzt drin oder nicht. Und da werden sich auch schon die Rechtsanwälte, die Juristen drüber, bin ich drin oder nicht. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. So, ich habe ja schon den Gammelfleisch-Skandal. Also jetzt kommen wir mal aus der Gesetzlage raus, sondern jetzt kommen wir mal zu den Gesetzen, die man sich vorstellen könnte. Es gab einen Gesetzesentwurf 2008 aufgrund des Gammelfleischskandals. Da haben der Seehofer, der Zypris und der Scholz einen gemeinsamen Gesetzesentwurf eingebracht zu einem neuen § 612a im bürgerlichen Gesetzbuch. Es gibt schon einen solchen, das ist das Maßregelverbot. Das heißt eigentlich, man darf seinen Arbeitnehmer aufgrund einer Rechtsausübung nicht maßregeln. Also der darf keine Nachteile empfallen. Der sollte verschoben werden zum B, zu 612b, und es sollte ein neuer 612a kommen, der regelt, welche Möglichkeiten ein Arbeitnehmer hat auf Abstellung von Missständen zu drängen. Das wurde dann im Bundestag abgelehnt und die CDU hat gesagt, na, es reicht doch alles. Das war das, was unsere Arbeitsgruppe gesagt hat, ist doch vollkommen ausreichend. Und ich möchte auf die Anhörung am 4.6.2008 verweisen, denn das ist eine schöne Quelle für die ganze Argumentation. Es gibt ja bei jeder Anhörung in den Ausschüssen, gibt es ja immer den Aufruf an die Experten, bestimmte Fragen zu beantworten und entsprechende Beiträge zu leisten. Und dann gibt es ja die Anhörung selber, dem dann die Experten nochmal gewährt werden. Und wenn man sich das Wortprotokoll durchliest und wenn man sich die ganzen schriftlichen Beiträge durchliest, dann kriegt man einen Füllhorn an Informationen, die einem in der Argumentation helfen. Ja? Ich möchte da jetzt auch nicht im Detail eingehen, aber wer sich dafür interessiert, sollte da vielleicht mal reinschauen. So, wie könnten wir das machen? Es gibt den Public Interest Disclosure Act in Großbritannien, der ist 1998 verabschiedet worden. Ja. Das Ziel ist die Prävention und Früherkennung von Fehlentwicklung. Ja. Also
Das ist die Ansage, die sie machen, dass sie sagen, wir wissen, dass es Fehlentwicklungen, Missstände gibt in Gruppen von Menschen, ich sage mal ganz allgemein, und da müssen wir dagegen vorgehen. Wir müssen die Möglichkeiten schaffen, dass es, bevor es zu schlimm wird, sage ich jetzt mal, dort eingreifen zu können. Und hier ist ganz wichtig, das ist gerade für uns wichtig, auch vertrauliche Informationen dürfen veröffentlicht werden. Und das ist eine ganz klare Ansage. Es gibt nur einen Schutz über Informationen von Dritten, die an der jeweiligen Sache nicht beteiligt sind, aber Geschäftsunterlagen etc., alles das, was so als Geschäftsgeheimnis tituliert wird, das wird veröffentlicht und das darf veröffentlicht werden. Ja? Und die Unternehmen sind halt haftbar für Probleme, von denen sie wissen, aber die nicht abgestellt werden. Und ganz wichtig ist, wer verhandelt das? Das sind Kommissionen, die gebildet werden. Also es gibt so ein Register von Kommissionen, die zuständig sind für bestimmte Wirtschaftsbereiche. Ja, macht auch Sinn. Es nützt nichts, wenn ich Juristen bei in so einer Kommission habe, der keine Ahnung von Chemie hat, wenn es um Chemieunternehmen geht. Ja, also da wird es halt eingegriffen und wenn es keine Kommission in dem Bereich gibt oder es nicht zuordnenbar ist, dann gibt es dafür Ausweichmöglichkeiten. Aber im Grunde gibt es halt eben so Kommissionen, die das verhandeln und die darüber entscheiden, ob das jetzt ein gerechtfertigter Whistleblower ist oder nicht, ob die Anklage, sage ich jetzt mal, gerechtfertigt ist. Und das, was wir jetzt hier ganz klar sagen, ist, wenn es ein Problem gibt, dann gibt es auch keinen Schutz für die Informationen. Ja, also was das Übliche ja bei uns ist, so, ja, wir können den Vertrag nicht veröffentlichen, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das fällt dir vollkommen unter dich. Ja. Aber in Deutschland gibt es dieses Whistleblower-Netzwerk, die sich darum kümmern, also die Whistleblower beraten, in den Whistleblower drin sind. Ja, sag ich mal, als NGO hier auftreten, um das ihr Anliegen voranzubringen. Und dort gibt es auch einen Gesetzesentwurf. Und es ist ganz klar geregelt, es darf keine Benachteiligung von Whistleblower geben. Die Beweislast liegt dort, wo die Beeinträchtigung stattfindet. Also es ist jetzt ein bisschen reduziert, weil der Gesetzestext ist natürlich juristendeutsch, klar. Mir wird wahrscheinlich jeder Jurist das um die Ohren hauen, aber so kann man das ungefähr, also so lese ich das raus. Die Beweislast ist nicht bei der Partei, die sagt, hier passiert was, sondern die andere Partei muss sagen, nee, es passiert nichts. Ja? Es ist ja oft so, dass so ein Angestellter irgendwas sagt und dann sagen die, ja, beweis das mal, dass hier Mobbing stattgefunden hat. Wir würden das machen. Hier wäre es dann so, dass dann die Firma beweisen muss, dass kein Mobbing stattgefunden hat. Es soll einen Bundesbeauftragten für Whistleblowing geben, das ist wohl sehr analog gedacht, so ein Werbeauftragten. Also dieser Bundesbeauftragte soll halt eben solche Fälle klären, wenn es Streitereien gibt, das gibt es ja dann immer, soll er halt eben solche Fälle bearbeiten und es soll Whistleblowing-Verbände geben, analog zum Verbraucherschutz sein. Also die sollen dann halt eben als Vertretung Whistleblower den unterstützen. So, also das, was halt auch Verbraucherschutz gehen wir dann davon auch von aus, dass da halt eben auch ein Drittlageanspruch dann vielleicht mit verbunden ist. So, dann kommen wir mal zu den Pro-Argumenten. Ja? Also
Das sind jetzt natürlich nur ein paar, man kann sich sicher noch viel mehr denken, aber ich denke mal, das sind vielleicht die wichtigsten. Es ist ja auch so, dass in so einer geschlossenen Gruppe, sag ich mal, wie es ein Unternehmen im Normalfall ist, ja, sind halt eben die Probleme nur für die Insider sichtbar. Wenn ich jetzt mal eine große Unternehmen im Wahlkreis sehe, also die BASF, die kennt ja jeder, wenn da auf dem Gelände irgendwo, ich sag mal so, die Säure einfach weggeschüttet wird, was sie nicht hätte dürfen, weil man sich leicht macht, dann versteht das vielleicht nicht jeder, sondern, oder das kann auch nicht jeder sehen, logischerweise, weil das kann nur der Mitarbeiter sehen, der nebenan steht, wenn der andere das Zeug in den Gully schüttet. Ja, also das Problem kann die Polizei zum Beispiel nicht sehen, die fährt ja keinen Streifen auf der BASF, auf dem BASF-Gelände. Ja. So, Kontrollen durch staatliche Stellen sind oft nur unzureichend. Das war zum Beispiel in diesem Ausschuss, in dieser Ausschussanhörung war das nämlich zum Beispiel eine ganz klare Ansage. Da war ein Vertreter des Lebensmittels Kontrollverbandes, also es gibt ja Labels. Ja, die Kontrolleure, die dort tätig sind, sind im Verband vereinigt und der hat ganz klar gesagt, wir brauchen das. Aber auch das, wir haben zu wenig Leute, die alle Unternehmen kontrollieren können. Wir können das gar nicht leisten. Wir sind angewiesen darauf, dass wir Hinweise aus den Unternehmen kriegen. Ja. Wir kriegen das auch nur, wir können die Kontrollen nur dann ausreichend hinkriegen und wenn wir einen Überwachungsstaat schaffen. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, das hinzukriegen. Wenn wir wirklich jeden Aspekt des Lebens kontrollieren, dann könnten wir vielleicht für staatliche Stellen die Kontrolle, ausreichende Kontrolle kriegen. Deswegen ist es unbedingt wichtig, dass auch aus dem Insiderkreis, sage ich jetzt mal, Informationen kommen. Es ist nun auch so, dass Vorgesetzte auch nicht immer an der Lösung interessiert sind. Denn das könnte Machtverlust heißen, wenn sie jetzt eine Lösung passiert. Das könnte heißen, dass sie als Deppen hingestellt werden. Oder was weiß ich was. Also es kommt ja immer wieder vor, dass ein Vorgesetzter einfach vielleicht auch zu faul ist. Ja? Also zum Beispiel weiß ich aus dem Verwandtenkreis meiner Frau, dass die arbeitet in Speyer in der Hage. Und die hat ein ganz großes Problem mit einer Kollegin und ihr Chef macht nichts. Ja? Und das ist halt zum Beispiel so ein Problem. Ja? Und es wird einfach nicht gelöst. Und hier wäre es halt sinnvoll, wenn sie die Möglichkeit hätte, das weiterzumelden, ohne dass daraus ein Nachteil erwächst. Und sie macht es halt nicht, weil sie fürchtet, dass es Probleme gibt. Ja. So, und es führt einfach dazu, dass wir zu mehr Offenheit in der Gesellschaft kommen, statt nur Geheimniskrämerei. Ja. Geheimverträge machen dann keinen Sinn, weil wenn sie auf den Tisch kommen, ja, dann brauche ich auch, dann kann ich es auch gleich auf den Tisch legen. Man denke jetzt mal an das Beispiel mit der Berliner Wasserversorgung, wo aufgrund der Ansagen, dass hier was im Argen ist bei der Abwicklung, die Verträge veröffentlicht wurden. Und zwar nur durch den öffentlichen Druck, ja, sonst wäre das nämlich so weitergelaufen. Und wir haben hier eine Kontrolle, ja, der Gesellschaft auf die Unternehmen und die öffentlichen Verwaltungen. Ja. Zu oft hört man immer wieder die Klage, dass Unternehmen ein Staat im Staat sind, ja, also dass sie ihre eigenen Regeln machen sozusagen und der Staat soll mal wegbleiben. Oder die Gesellschaft ist mir egal, die bleiben weg. Aber die Unternehmen haben sich halt der Rechtsordnung zu unterwerfen. Ja. Auch die öffentlichen Verwaltungen haben das. Und nur so oft hat man das Gefühl, dass sich das gar nicht interessiert, was Gesetz ist. Ja, kommen wir mal zum Parkplatz.
Hexenjagd. Ja, ich brauche nur sagen, Haus und Hammelmann, dann weiß jeder, was ich damit meine. Ja, da kommt dann auch immer die Rufschädigung gleich hinterher. Was natürlich oft als Argument gebracht wird, sind die Demonstranten. Aber wie ich ja schon eingangs gesagt habe, die wollen wir klar hier raus haben. Die sollen nicht geschützt sein. Klar, es könnte mal Grauzonen geben, aber das ist halt eine Frage, wie man das regelt. Also ich möchte ganz klar sagen, ich möchte keinen Denunzianten schützen. Ja? Jemand, der wissentlich falsche Informationen rausgibt, der hat gefälligst dafür die Konsequenzen zu tragen. Ja? Und wir müssen uns das natürlich klar machen, wir haben da Probleme mit Persönlichkeitsrechten und Datenschutz, Geschäftsgeheimnissen, sicherheitsrelevante Geheimnisse, damit meine ich halt eben wirklich, also ich habe das jetzt mal so zusammengefasst, ich meine jetzt nicht irgendwelche Sachen so nach dem Motto, das ist ein Staatsgeheimnis, dann kann man ja immer was alles damit wegkriegen, aber ich meine jetzt so Sachen wie eine laufende Ermittlung und man will halt nicht alle Details rausgeben, um den Erfolg halt eben nicht zu gefährden und da muss man dann halt natürlich gucken, wie man das regelt. Ja? Persönlichkeitsrechte und Staatenschutz sind natürlich wichtig für uns, aber wie ich jetzt schon gesagt habe, bei dem britischen Gesetz ist es ganz klar gesagt, das kann alles auf den Tisch kommen. Da müssen wir uns halt klar werden, ob wir das wollen und wie weit wir da gehen wollen. Und Geschäftsgeheimnisse kommen natürlich auch auf den Tisch. Und da bin ich natürlich der Meinung, das sollte uns egal sein. Ja, Geschäftsgeheimnisse, die auf den Tisch kommen, die kommen halt auf den Tisch. Ja. Man kann mit diesen Geschäftsgeheimnissen natürlich alles unterdrücken, wenn man das will. Genauso wie man das mit Datenschutz oder mit Sicherheits sagen kann. Aber da sollte man sich ganz genau überlegen, was wichtiger ist, ob uns die Gesellschaft wichtiger ist oder eben ein Unternehmen. So, dann wollte ich noch ein paar Beispiele sagen. Watergate. Ja. Watergate ist im Prinzip aufgeklärt worden durch einen Whistleblower. Den kennen wir alle, der heißt Broad. Ja. Das war wohl vermutlich ein hoher FBI-Angestellter, der halt hier die Informationen weitergegeben hat, was da gelaufen ist. So, der Gammelfleischskandal 2007 ist eigentlich nur deswegen auf den Tisch gekommen, weil ein Lastwagenfahrer den Mut hatte, zu sagen, ich fahre hier vergammeltes Fleisch durch die Gegend. Der Mautvertrag, wir kennen den Mautvertrag nur, weil irgendjemand den Mut gehabt hat, das Zeug zu fotokopieren und in WikiLeaks reinzustellen. Ja, sonst wüssten wir heute noch nicht, was das ist. Der Jörg Taus hat ja versucht, diesen auf dem Rechtsweg diesen Bauvertrag rauszukriegen und er wurde natürlich mit dem Argument, da sind so viele Seiten, da sind Geschäftsgeheimnisse drin, wir lassen unsere Gerichtsleute jetzt nicht da 2-3 Jahre dran rumstreichen, um die relevanten Sachen rauszuschwärzen. Die Wasserprivatisierung in Berlin habe ich ja schon gesagt, ja, also auch wieder so ein Beispiel, wo nur durch den Hinweis, dass da was gemauschelt wurde, der öffentliche Druck hoch genug war, dass der Vertrag auf den Tisch kam. Dann möchte ich mal den Fall Wielen anbringen, ich weiß nicht, ob der hier so bekannt ist, aber wir haben ja in Rheinland-Pfalz den Nürburgring. Und der läuft nicht so gut, also hat das Land versucht, also das Land ist dort an beteiligt, das gehört ein Teil, gehört dem Land und hat natürlich versucht, das irgendwie gewinnbringend zu vermarkten. Und da ist einiges schiefgelaufen und da gab es halt im Landtag einen Untersuchungsausschuss. Der Bielen ist ein CDU-Abgeordneter, der über seine Tochter, die eine Polizistin ist, Informationen aus dem Polizeisystem gezogen. So, jetzt ist die Frage, ist das ein Whistleblower oder ist die Tochter ein Whistleblower oder nicht? Ja, da kann man jetzt streiten drüber. Aber, ja, das ist halt die Frage. Dann muss man sich, das ist jetzt so wieder so ein Grenzfall, wo man sich jetzt überlegen muss, was man macht. Ja, und dann will ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen den Schifferstadt plaudern, und zwar in den Stadtwerken Schifferstadt, die der
Stadt natürlich gehört. Hat der Webseiter namens Fuchs Unterschriften auf Schecks gefälscht und hat die eingelöst. Das ging, ich weiß nicht, anderthalb Jahre lang oder sowas. Das war bekannt in den Stadtwerken. Es wurde getratscht, es wurde gesagt, es soll auch jemand mal zum Bürgermeister gelangt sein und gesagt haben, hier ist was faul und so ist nichts passiert. So. Mir wurde zugetragen, dass die Leute Angst hatten, irgendwas zu sagen. Ja. Sie hatten Angst, dass sie einen Nachteil erfahren, dass sie rausfliegen aus den Stadtwerken, obwohl sie eigentlich was für die Stadtwerke machen wollten. Ja. Es ging hier nicht darum, den Stadtwerken zu schädigen, sondern gerade Schaden abzuwenden. Und jetzt kann ich noch als Fußnote sagen, es ist kein großer Schaden für die Stadt Schipperstadt entstanden, aber auch nur deshalb, weil das Amtsgericht die Stadtsparkasse Speyer verurteilt hat, dazu den Schaden zu bezahlen, weil sie hätten die Schecks nicht einlösen dürfen. Merken, dass da irgendwas faul ist, wenn er das auf sein eigenes Konto tut. Das war das Glück der Stadt Schipperstadt, aber es hätte auch anders ausgehen können. Ich meine, da kann man jetzt natürlich drüber lachen und so weiter, aber es hätte auch hätte nicht so günstig ausgehen können, da gehen wir über ein paar Millionen. Und die Stadt Schipperstadt ist sowieso noch geschlagen mit einem anderen Geheimvertrag, auf den ich jetzt nicht eingehen will, aber was hier halt bemerkenswert ist, die Leute haben ihre Tat gehalten, weil sie halt Angst haben. Ja? So, da möchte ich ein wirklich persönliches Fazit ziehen. Es gibt kein Schema F. Ja? Also man kann nicht sagen, ich habe hier so eine Form, da stellt sich das drüber und dann ist das ein bisschen blauer. Das geht einfach nicht. Ja? Wie wir schon gesehen haben beim Fall Bienen, ja? Ist es jetzt ein bisschen blauer, ist es beides ein Denunziant. Ja? Also es ist immer Abwägung notwendig. Und da muss man sich dann fragen, wer wiegt das ab? Ja, wer macht die Abwägung? Da muss man halt drüber diskutieren. Ja, das ist nämlich ganz wichtig für diese Ausgestaltung des Whistleblower-Schutzes. Ja. Wir haben ja gesehen, bei den Briten machen das Kommissionen, die das dann abwägen, ob die dann sagen, ist es gerechtfertigt oder nicht. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und in meiner Sicht gibt es mehr Nutzen als Schaden für die Whistleblower, von Whistleblowern für die Gesellschaft. Das ist wichtig. Es geht um die Gesellschaft. Es geht nicht um das Einzelunternehmen. Das Einzelunternehmen wird vielleicht einen Schaden davon haben. Eventuell. Vielleicht auch nicht, ja. Aber es geht ja um die Gesellschaft. Wir wollen ja, dass die Gesellschaft vorwärts kommt, ja. Die Gesellschaft ist nicht dafür da, dass die Deutsche Bank noch mehr Gewinn macht. Dazu möchte ich vielleicht noch anmerken, und zwar hat die Bundestagsabgeordnete Maris Volkmar von der SPD am 20.07.2009 in der Diskussion um das vorhin diskutierte Gesetz Folgendes gesagt: Es gibt kein schützenswertes Interesse der Unternehmen an der Geheimhaltung und Fortsetzung rechtswidriger Praktiken. Die Gesellschaft aber hat ein erhebliches Interesse daran, dass solche Rechtsverletzungen den zuständigen Behörden gemeldet werden. Sie muss deshalb die Hinweisgeber von Sanktionen schützen. Solange Rechtsverstöße ungefährlich erscheinen, weil sie ohnehin kaum aufzudecken sind, werden Verantwortliche in den Unternehmen sich nicht mit aller Kraft für einwandfreie Prozesse einsetzen. Wir halten deshalb an dem Vorhaben fest, den Informantenschutz für alle Branchen im Arbeitsrecht zu regeln. Das war jetzt die Aussage von einer SPD-Abgeordneten und das finde ich halt sehr bemerkenswert. Und das drückt eigentlich das aus, was der Kern der Sache ist. Ja? Wir als Gesellschaft müssen dafür sorgen, dass die Gesellschaft nicht geschädigt wird. Und wenn die Deutsche Bank auf dem Rücken des deutschen Steuerzahlers 25% Kredite erreicht, dann ist das nicht. So, ein paar Informationen zum Ende. Die Folien auf jeden Fall sind im Internet runterladbar. Ich werde dann den Link noch auf die Wiki-Seite stellen. Die Anhörung zum Beispiel, dass man da mal nachlesen kann.
Netzwerk e.V. auf deren Seite ist viel zu finden. Und wer sich für diesen Public Interest Disclosure Act interessiert, dort gibt es auf dieser Seite, das ist auch so eine NGO, so ein, die sich um Whistleblower-Schutz kümmert, findet man auch Informationen über diese Sachen, auch vor allen Dingen über die Auswirkungen. Ja? Da gibt es auch Informationen über Fälle, die dann verhandelt worden sind und wie die verhandelt worden sind. So, damit bin ich fertig. Ja, also ich würde Fragenrunde eröffnen. Ich kann vielleicht nicht mal anfangen, weil ich habe nämlich gerade mit einer bekannten Journalistin gesprochen. Und die hat einen Fall bei sich in der Gemeinde, da ist irgendwie so ein Chemieunternehmen, was halt auch interne Probleme hat mit dem Umweltschutz, also eben auch so dieses Verklappen auf dem Werksgelände oder ähnliches. Da hat sich ein Informant an sie gewendet. Sie hat aber jetzt das Problem, dass sie es nicht beweisen kann als Journalistin. Ja. Ja. Was sie jetzt als Journalistin natürlich machen könnte, wäre es zu veröffentlichen und praktisch eine Story selbst zu schreiben. Also praktisch den Fall überhaupt erst zu erzeugen, weil die gibt es ja jetzt noch nicht. Ja. Der Informant selber hat Angst, ich kann es nirgends beweisen. Ja. Ich kann es nicht vorbringen, weil ich es nicht beweisen kann, das brauche ich mich nicht. Er ist zur Journalistin gegangen und die Journalistin sagt, naja, müsste man was tun, aber sie möchte eigentlich keine News selbst schreiben. Das heißt, sie hat halt auch das Problem, sie könnte es veröffentlichen, ist ihr Risiko natürlich, weil sie es auch nicht beweisen kann. Ja. Gibt es da, das sind ja genau diese Sachen, die wir da angesprochen haben. Also da war natürlich das große Gegenargument in der Anhörung, ja, weil man muss ja Beweise haben. Ja. Nun ist halt eben, ich sag mal so, die gerichtsfeste Beweisführung ist ja eigentlich, sagen wir mal so, genau genommen eigentlich nur der Polizei, der Staatsanwaltschaft möglich. Denn die hat die Befugnisse, bestimmte Sachen zu machen, die ein Journalist nicht machen darf, die ein Normalbürger nicht machen darf. Deswegen ist eigentlich das Argument, dass man davon abgeht zu sagen, da muss jemand beweisfeste, also gerichtsfeste Beweise ranschleppen, ja, sondern es würde ausreichen, dass man sagt, der muss objektiv davon überzeugt sein, dass er einen Missstand hat. Manchmal ist es ja nichts, was man jetzt wirklich irgendwie mit einem Strafverfahren machen kann. Ja, das sind manchmal vielleicht nur so Sachen, dass einer willkürlich befördert oder sowas. Ja, das ist ja im Prinzip auch ein Missstand, ja, dass er das vielleicht rechtlich nicht zu fassen ist, ja, aber das trotzdem abgestellt gehört. Und da ist halt eben so die Ansicht auch vom Whistleblower-Netzwerk, die sich ja da ganz stark mit beschäftigen, die sagen auch, wir müssen davon weg, dass man dem Whistleblower aufgürtet, eine Beweisführung zu machen. Ja, das war auch das, was in dem Gesetzentwurf vom Whistleblower-Netzwerk drinsteht, und zwar, dass die Beweislast bei der Partei ist, die beeinträchtigt. Ja? Also die müssen beweisen, dass sie es nicht verklagen. Das wäre das dann. Ja? So, und man muss sich das mal vorstellen, was man da fordert, wenn man sagt, du musst das gerichtsfest machen. Das hieße ja, dass man zum Beispiel Steuer-CDs, also die Steuerdaten klaut und dann die Steuer-CD dem präsentiert. Ich würde sagen, hier diese Bank mauschelt, weil die unterstützen das und versucht das mal. Ja? Okay, das ist noch ein besonderer Fall, aber. Das würde ja heißen, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, in der Baufirma werden illegale angestellt, dann müsste man ja die Personalakten von denen klauen. Also da würde ich jetzt sagen, als Piratenpartei sind wir da ganz weit entfernt von, das zu fordern. Ja? Das wäre nämlich die Konsequenz daraus. Ja? Aber ich denke, der beste Ansatz wäre zu sagen, jeder, der im guten Glauben handelt, man zumindest mal zuhören, ja, dann kann die Staatsanwaltschaft immer noch entscheiden, ob da was vielleicht dran ist oder nicht, oder die entsprechende Kommission und mehr Daten anfordern, indem sie zum Beispiel die Polizei losschickt und dann mal eine Hausdurchsuchung machen lässt oder sonstiges. Ja. Also das wäre jetzt meine Idee.
mitunter eigentlich der Bestandteil der Menschenwürde ist. Und außerdem, weil so etwas ermöglicht, recht schnell auch Handeln nach dem Prinzip, eben sowas ermöglicht eben Handeln nach dem Prinzip der Denunziation. Also ich persönlich finde auch eben das Konzept des Schutzes von Whistleblowern und eben auch das Zwingen von, beziehungsweise von auch der Offenlegung von Geheimakten unterstützenswert. Aber allerdings dieses wirklich ohne jegliche Beweise vorzuweisen, schon mal jemanden melden, das wird, wie gesagt, das kann auch sehr schnell etwas ausarten, wie beispielsweise Bildjournalismus oder eben man möchte einer Firma schädigen aufgrund von Konkurrenzverhalten oder so. Dementsprechend. Ja, also wenn es nur um das, ich fange jetzt mal mit dem letzten Argument an, wenn es nur darum ginge, ja, also jemanden zu schädigen, also wirklich mit dem bösen Willen, dann hätten wir ja wieder einen Denunzianten. Und das wäre natürlich ganz klarer Fall davon, dass man den nicht schützt. Der muss sich dann halt mit den Konsequenzen auseinandersetzen, die daraus folgen. Und was die Unschuldsvermutung angeht, natürlich muss die gewahrt werden, aber ich sehe da keine Verletzung drin, denn bevor du jemanden verurteilst, musst du erstmal den Fall untersuchen. Und da kann ich natürlich auch sagen, dann brauche ich ihn nicht zu untersuchen, weil seine Unschuldsvermutung wäre verletzt. Ja? Also wenn die Gesellschaft jetzt jemanden an den Pranger stellt, ist das was anderes, als wenn wir sagen, wir haben das Recht, ja, zu sagen, hier passiert was. Das muss ja nicht unbedingt jetzt auch auf eine Person sich beziehen. Es kann ja auch einfach sein, dass in der Firma einfach ein Klima herrscht, ja, das nicht an einer Person selbst festzumachen ist. Aber bräuchte man dennoch nicht in der Art, wenn es mal siebende Instanz, die eben zwischen tatsächlichen, sagen wir mal, ehrlich arbeitenden Whistleblowern und Denunzianten differenziert und erst dann wird die Sache wertet, bei denen jetzt die Beweislast liegt. Ja, gerne, aber man muss halt eben sagen, wenn man jetzt schon verlangt, dass jemand an diese Stelle, wie du sagst, geht, ja, und gerichtsfeste Beweise reinschleppt, dann führt das halt dazu, dass der zum Polizeiarbeiter kommt. Ja? Also da sehe ich dann eher die Unschuldsvermutung gefährdet. Oder den Rechtsstaat gefährdet, wie auch immer, das Persönlichkeitsrecht von Einzelnen, weil da vielleicht dann Sachen an den Tag kommen, die hätten vielleicht nicht an den Tag kommen sollen. Also ich bin da bei dir, dass es vielleicht geben sollte, die das halt untersuchen. Ja? Das war ja auch im Gesetzesentwurf hier drin, ja? Der Bundesbeauftragte, das war die Idee von Whistleblower-Netzwerk. Bei dem britischen Gesetz gibt es halt diese Kommission, die das halt behandelt. Ja. Aber wenn man schon von vornherein sagt, du hast keine Beweise, wie in diesem Fall, dann kann ich nichts machen, dann kommen wir nicht weiter. Jetzt aber gerade nochmal zu dem Thema jetzt mit den Denunzianten tun. Ich meine, dass nicht Denunziant nicht geschützt werden darf, ist klar. Ich habe nur ein Riesenproblem damit, wie definiert man die Denunzianten? Wenn jemand wissentlich was Unwahres behauptet, dass der nicht geschützt werden darf, klar. Wenn jetzt aber jemand nur einen Teil der Wahrheit sagt und damit eine eindeutig gewichtete Darstellung der Realität macht, ja, indem man einfach einen anderen Teil weglässt, wissentlich oder unwissentlich, vielleicht weiß er ja auch einfach nicht alle Informationen. Also wenn er es nicht weiß, ja, dann kann man ihm das nicht zu lassen nehmen, das ist meine Meinung. Aber die Frage ist, Denunzianten lügen ja nicht immer. Also zum Beispiel ein typisches Beispiel, wenn ein Arbeitnehmer gekündigt wird oder er will sich an seinem Unternehmen rächen, ja, dann zeigt er das Unternehmen wegen, was weiß ich, falscher Belegabrechnung oder sonst irgendwas. Also ich meine, jedes Unternehmen hat ja ein bisschen Dreck am Stecken. Ja. Und im Normalfall tut man es einfach nicht, verschluckt man es einfach, man geht zum nächsten Unternehmen, man will seinen Ruf nicht kaputt machen, sprich man tut seinen alten Arbeitgeber nicht eigentlich anzeigen oder man gibt der Steuerbehörde keinen Tipp. Ja. Und das ist ja nicht gelogen, das ist ja so. Ja. Also ich kann ja fast bei jedem Unternehmen irgendwas finden, wenn ich das will. Ja. Wenn es auch nur Schludrigkeit ist. Und ich führe das jetzt noch weiter, du kannst bei jeder Person auch was finden. Ja, also wir alle, die wir hier sitzen, haben unsere Leitung. Und das darf dann ja nicht auf diesem Niveau dürfen wir das ja nicht beschlossen. Also ich meine jetzt. Ja. ja, das ist halt eben, was ist ein Denunziant? Also für mich ist ein Denunziant einer, der wirklich wissen
Ja, aber das wäre ja nicht falsch. Also ich meine, er sagt ja... Ja, ja. Ja. Und deswegen bin ich auch sehr strikt dagegen, den Whistleblower oder die Sachlage an sich anhand der Motivation des Whistleblowers allein festzumachen. Ja, also hier kein Schema F, das muss man so ein bisschen Fall für Fall verhandeln, aber ich habe mir da mal einen Fall ausgedacht. Sagen wir mal so, ein Oberarzt hat ein Verhältnis mit seiner OP-Schwester, es geht auseinander, zwei Jahre später hat er Probleme mit seiner Ehe und fängt an zu trinken, operiert aber munter weiter. Das ist ja noch nicht mal so weit gegriffen, es gibt genug Fälle, wo das passiert ist. Ja, jetzt sagt die OP-Schwester, halt, hier trinkt einer und operiert einen Menschen, ja, das geht ja nicht. Sollen wir jetzt das ignorieren, weil mir man der Schwester jetzt unterstellen könnte, sie wollte ihm jetzt eine Reibenwirkung für die schwedisch abgewiesene Lipo oder was weiß ich was, ja, dann operiert er weiter, und zwar betrunken. Wollen wir das? Also ich nicht. Ja. Und da muss man dann ganz klar trennen, die Sache von dem Überbringer. Also das ist meine Meinung. Ja. Und was ist bei diesen Bagatellen, die alle betreffen, kann man dann sagen, wenn jetzt ein schwerwiegender Verstoß ist oder was weiß ich, ein unnormal, in Anführungszeichen, oder also wie könnte man das definieren? Das ist auch der Punkt, den wir naja, ebenso diese Steuerhinterziehungsgeschichten bei Belegabrechnung oder sowas. Das macht einfach jeder. Und wenn man da jetzt eine Kultur hat, dass wirklich jeder unzufriedene Arbeitnehmer einfach damit auch seinen Arbeitgeber ein Stück weit erpressen oder angreifen kann, ja, das schadet ja der Wirtschaft mehr, als dass es jetzt die Steuereinnahmen bringen, die da gerettet werden. Ja, also, wir bekämpfen auch Korruption, obwohl sie da ja. Also, das halte ich für ein falsches Argument. Da müssen wir den Straftatbestand abschaffen, wenn uns das egal ist. Ja, aber wenn der da ist, dann sollten wir den auch forcieren. Also, nur weil es alle machen, ist eine Geschwindigkeitsübertretung nicht straffrei. Hm. Ja? Oder. Das ist jetzt Argument, ja, ich meine, es geht ja auch nicht darum, warum. Ja, gut, aber wir arbeiten ja daran, die Rechtslage zu ändern. Ja? Also insofern, klar, also das ist natürlich mal so eine Sache. Ja? Also oft im Rechtssystem der Bundesrepublik ist es halt verboten, Musik auszutauschen. Ja? Und da wird ja auch dann fleißig abgewarnt und verfolgt und so weiter und so fort. Das ist ja, sag ich jetzt mal, auch soweit okay, ja. Aber natürlich müssen wir natürlich auch sehen, dass die Gesellschaft sich geändert hat. Wenn die Gesellschaft sich irgendwann mal ändert und sagt, Korruption ist okay, ja, dann müssen wir es halt abschaffen, den Straftatbestand. Also das ist meine Meinung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dulden wollen, dass, weil es alle machen, Straftaten begangen werden. Also der beste Schutz von Steuerhinterziehern ist eigentlich, dass nicht gesucht wird. Ja, ist das so. Ja. Also, es schwirren halt so Zahlen jetzt rum, wo gesagt wird, die Ausfälle an Steuerhinterziehung sind so hoch, da werden wir, ich glaube, 10-mal Hartz IV mitbezahlen. Ja, also, das ist halt das. Ja. Wenn Steuerhinterziehung systematisch in einem Unternehmen begangen wird, dann sollten wir denjenigen schützen, der den Mut hat, zu sagen, Achtung, hier passiert was. Ja, ich kann jetzt keine Beweise ranschleppen, aber ich habe hier ein paar Indizien. Guck mal. Ja, und dann kann die Staatsanwaltschaft, die hat ja die Macht dann zu sagen, okay, wir nehmen hier die Verhandlung oder wir nehmen jetzt hier Untersuchungen auf. Also in dem Fall die Steuerfahndung. Oder die Steuerfahndung, ja. Klaus? Wie ist es halt mit diesem Fall, wo du die Steuerfahndung angesprochen hast? Weil wie ist es eigentlich, wenn das, was man dann veröffentlicht, so schlimm ist, dass im Prinzip das ganze Unternehmen pleite macht? Also sprich, dann ist derjenige, der denunziert hat, schuld, dass 50 andere oder 100 andere ihre Arbeitsplätze verloren haben. Wie soll der mit seinem Gesicht vor der Gesellschaft dann machen, von seinen Kollegen? Da ist in Ordnung. Ja, und deswegen haben wir auch in unserem Antrag für den Bundesparteitag geschrieben, dass es ganz wichtig ist, dass eine Aufklärung stattfindet. Ja, also bis jetzt nützt es nichts, wenn die Gesellschaft nicht dahinter steht. Da ist wieder Weinbeutel mit der Musikindustrie.
Ja, also man muss auch die Gesellschaft darüber aufklären, dass der halt eben was für die Gesellschaft getan hat. Letztendlich muss er das natürlich auch irgendwo vor seinem Gewissen, mit seinem Gewissen vereinbaren. Aber man muss halt klar sehen, das Argument, Arbeitsplätze zum Beispiel, das ist ja ein Totschlagargument. Damit kannst du ja alles rechtfertigen. Ja, damit kann ich auch rechtfertigen, dass die Deutsche Bank 25% Rendite macht. Also, ja, also, oder dass ich der Commerzbank Milliarden in den Rachen schmeiße, damit es sich zusammenklappt oder so. Also, wenn die systematisch Steuerhinterziehung begangen hat und deswegen das Unternehmen kollabiert, ist halt, ich sag da mal, Pech. Da muss derjenige muss sich darüber im Klaren sein. Oder vielleicht ist das nicht so klar, aber das muss er mit sich selber ausmachen. Da möchte ich jetzt keine Wertung halten. Es geht mir jetzt weniger um die Wertung für den persönlich, aber dieser Mensch wird doch dann letztendlich auch irgendwo stigmatisiert. Zumindest von denen, die damit ihre Arbeit auch verloren haben. Ja, aber deswegen sage ich ja, dass die Gesellschaft muss da hinkommen, um zu sehen, dass der was Wertvolles getan hat. Ja, also gut, was Wertvolles, aber das wäre dann zum Beispiel ein Zeichen auch für andere Unternehmen, dass es halt jederzeit explodieren kann. Ja, und da, wenn wir nicht die Drohkulisse, sage ich jetzt mal, aufbauen, Achtung, deine illegalen Geschäftspraktiken fliegen auf, ja, auch mit der Konsequenz, dass ein Unternehmen eingetütet wird, dann passiert nichts, dann verändert sich nichts. Ja. Also das ist meine Meinung dazu. Das kann natürlich jeder für sich selber anders sehen, klar. Ich denke, da muss man auch eine gesellschaftliche Diskussion überhaupt mal führen, darüber, wie weit man da gehen will. Ja. Aber ich denke, das wäre schon mal wichtig, das überhaupt mal anzugehen. Und das sind jetzt schon wieder so Spezialfälle, das würde ich jetzt als pathologischen Fall sehen. Ja. Im Normalfall wird das bei nicht passieren. Ja, okay. Ich glaube, da hinten war noch eine Frage vorher. Ja. Und zwar geht es mir jetzt weniger um die Stigmatisierung der Whistleblower, sondern darum, wie man die Initialzündung kriegen will. Es geht ja darum, einen Rahmen zu schaffen, dass Leute sich dabei wohlfühlen, dass sie darüber im Klaren sind, dass sie etwas Wertvolles tun, wenn sie gesellschaftliche oder wirtschaftliche Missstände ansprechen. Und dazu muss ja erstmal ein öffentliches Bewusstsein geschaffen werden, dass die Leute eben sich weg von dieser Wirtschaftscourage hin zur Zivilcourage entwickeln, dass sie eben nicht in dieses Dilemma geraten, höre ich jetzt auf meinen Arbeitgeber, der auch mein Ernährer ist, dem ich Loyalität zugesichert habe, oder fühle ich mich der Gesellschaft verpflichtet? Da ist meines Erachtens eine enorme Informationspolitik, wenn ich eben, wie gesagt, eine Diskussion führen würde. Also man muss auf jeden Fall eine Diskussion führen. Deswegen, wie gesagt, nochmal, ich verweise nochmal auf meinen Antrag. Ja. Da steht ganz klar drin, dass gesellschaftliche Aufklärung absolut notwendig ist. Ja. Wir würden, also jeder, der an der Presse irgendwas steckt, ja, was dann als Skandal hochkocht, der wird schon jetzt von der Gesellschaft als was Wertvolles angesehen. Das müssen wir halt erweitern. Ja, also der Presseinformant hat durchaus einen guten Ruf, sage ich jetzt mal. Es wird auch immer Gegenbeispiele geben. Aber man muss einfach dahin kommen, dass der Presseinformant nicht alles ist, sondern halt eben der Whistleblower. Deswegen bestehe ich auch im Moment noch, bis mir jemand ein besseres Wort gibt, auf den Whistleblower, weil der einfach als Fachwort, sage ich jetzt mal, bezeichnet, was wir meinen. Ja? Nicht nur ein Informant, der jemanden mal sagt, hier, guck mal, bohr mal bei denen ein bisschen nach, sondern der vielleicht auch innerhalb, das muss ja nicht nach außen gehen, es kann ja auch innerhalb des Unternehmens sein. Ja? Jedes größere Unternehmen, das in den USA Geschäfte macht, muss aufgrund der Rechtslage dort eine Stelle haben, wo Leute sich hinwenden können, wenn was schief läuft. Ja? Und das müssen wir einfach etablieren, auch für Deutschland. Ja, also es muss nicht immer nach außen gehen, es kann auch innerhalb passieren. Ja? Da muss man halt auch mal den Vorgesetzten überspringen können, ohne dass der Vorgesetzte einem nachträglich dann eine reinwirkt. Das heißt, wir brauchen sowas ähnlich wie der Werbeauftragte? Ja, das war ja im Gesetzesvorschlag vom Whistleblower-Netzwerk ist das ja zum Beispiel vorgesehen. Aber wir brauchen auch in Unternehmen Stellen, wo man sich hinwenden kann. Ja, okay. Also ähnlich gelagerte Frage, wie ist eigentlich mit dieser Art Vorverurteilung, wie wir es ja beispielsweise bei Fall Taus oder Fall Kachelmann in der Gesellschaft sehen. Wir wissen nicht,
stimmt das? Weil es ja gerade so ein Thema ist, wo es schon um sehr, sagen wir mal, private Daten geht, wo auch nicht jeder so hereinschauen möchte. Und dann muss man da irgendwo eine Art, wie soll man sagen, eine Abwägung auch immer. Irgendwo ist immer eine Abwägung dabei. Ja. Und da ist halt die Gefahr sehr groß, dass es in der Gesellschaft und der Öffentlichkeit so eine Art Vorverurteilung, in egal welche Richtung geht. Und wie man das dann in der Gesellschaft nur klar machen, dass da. Ja, also da müssen wir dann klar machen, dass wenn sowas aufkommt, und das gilt eigentlich für alles, ja, auch der Fall Kachelmann und der Fall Kraus haben halt ganz klar gezeigt, dass in der Gesellschaft hier was arg liegt. Wenn Leute schon nur durch den Verdacht, dass sie Kinderpornografie besitzen zum Beispiel oder jemanden vergewaltigt haben könnten, dafür als Vergewaltiger bezeichnet werden oder halt als Kinderschänder. Ja? Also das ist natürlich ein Gesellschaftsproblem, an dem wir auch arbeiten müssen, aber das gilt halt nicht nur für den Whistleblower-Schutz, sondern für alles. Ja? Dass so eine Vorverurteilung passieren kann, das ist klar. Das ist vielleicht dann das, was wir gelegentlich mal in Kauf nehmen müssen. Aber ich denke, dass das deutsche Strafrecht und so weiter, die deutsche Rechtslage, gibt dem Unternehmen ja auch durchaus Waffen an die Hand, dagegen vorzugehen, falls das ungerechtfertigt wäre. Also, ja. Ist das ganze Whistleblower-Prinzip nicht einfach so ein Zwischenschritt eigentlich auf einem Weg zur allgemeinen Transparenz im Sinne? Ja, auf jeden Fall. Aber das Problem ist halt ja auch, dass halt, wenn Menschen sich in der Gruppe zusammenfinden, um irgendwas zu tun, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, ja, sie tun irgendwas zusammen, zum Beispiel Software entwickeln, ja, also ein Unternehmen, dann bildet sich ja auch ein Gruppengefühl. Ja, und das ist dann halt so eine soziale Dynamik, die dann dazu führt, dass man vielleicht einen Wagendruck aufbaut. Oder sich nach innen wendet, sozusagen. Ja? Gerade in Firmen, sag ich mal, wo es gut läuft, ja, wo man sich gut versteht, ist es ja so, dass man dann auch zusammen was machen muss. Und da ist es, glaube ich, ganz schwierig, immer zu sagen, jedes Unternehmen ist total, oder jede Gruppierung von Menschen ist total transparent. Das will man ja auch eigentlich nicht. Man will es ja auch nicht, dass jeder sieht, wo du hingehst und so weiter. Das wäre ja totale Transparenz. Aber ich weiß, was du meinst, ja, und in dem Sinne, dass man halt eben eine transparente Gesellschaft schaffen will, wo die großen Sachen offen liegen und es keine Geheimverträge gibt oder sowas, da gebe ich dir recht. Wenn das etabliert wäre, bräuchte man keine Whistleblower, weil es dann eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, aber im Moment ist es nicht so. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt darüber diskutieren, wie wir das in den Griff kriegen. Also ja, wenn wir jetzt nochmal sagen, nochmal umdrehen hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz. Die Frage kam doch ganz am Anfang noch auf. Es gibt ja wohl auch eine breite Masse, zumindest wenn man jetzt sieht, dass das Gesetz jetzt sozusagen der großen Koalition gescheitert ist, die ja wohl dagegen ist, aus diversesten Gründen, würde ich jetzt mal sagen. Wie kann man da ein Bewusstsein schaffen? Weil letztendlich würden ja nur Erfolge auf dem Gebiet ein Bewusstsein oder eine Akzeptanz produzieren in der Gesellschaft. Wie kann man das jetzt auf diesem Gesetz möglicherweise erreichen? Dass das zumindest die Leute sagen, okay, so ein Gesetz wird das bringen. Also man müsste das Thema muss man halt eben in die Öffentlichkeit tragen. Das ist das Erste. Da müsste man zum Beispiel Informationen über schon bestehende Gesetze. Und dieses Ziel, ja, das Public Interest Disclosure Act ist 98, ist 99 in Kraft getreten, 98 verabschiedet worden. Das heißt, dieses Ding läuft schon seit 11 Jahren. Und da hat man einfach schon Erfahrungswerte. Und das läuft. Und die sind überwiegend gut. Und wenn man das präsentiert und sagt, nicht nur, das ist traurig, das könnte so sein, sondern
das ist gelebte Praxis, dann denke ich, kann man auch mal so sehen, wo es hinführen kann. Und das wäre das stärkste Argument, dass es funktioniert in dem Sinne. Also wir müssen das einfach, genauso wie wir den Datenschutz letztes Jahr in die Öffentlichkeit getragen haben, müssen wir das auch, denke ich, für ein bisschen dort. Ja? Also, hat sonst noch jemand Fragen? Wenn nicht, dann sage ich mal Danke.